Oh, ist der Senor Didi mit Musik? Ja, und wir machen hier die Pentatonik in Langform jetzt. Vorherige Sendung haben wir gehabt C-Dur und A-Moll-Pentatonik in Langform. In Englisch gesagt in Longform. Aber wir sind ja in Deutschland hier in Langform, in der langen Form. Das heißt, vorweg hatten wir gehabt, fünf Typen, die wir geübt haben. Kann hier mal ganz kurz immer zurückscrollen hier. Damit sind wir angefangen. Erster Typ, zweiter Typ, dritter Typ, vierter Typ und fünfter Typ. Ja, dann haben wir versucht, die Typen zu verbinden. Dann haben wir eine Langform ausgemacht. Das heißt also, in dieser Langform von C-Dur und A-Moll sind die ganzen Typen jetzt mit drin, ne? Die wir gelernt haben. So, und wir gehen jetzt ja eine Tonleiter weiter. Das heißt aber, dass diese Langform, die Typen und diese Langform, das ist das, was die Pentatonik ausmacht. Ja? Die Formen, die Typen und C-Dur und A-Moll. Und wir transponieren jetzt noch vier weitere Tonleitern, dass man mal so einen Einblick kriegen, dass man das verschieben kann. Was wir jetzt gleich sehen und machen, das ist im Grunde nur ein Verschieben von allem, was wir vorher gelernt haben. Die Typen und die Langform. Das verschieben wir jetzt mal um fünf Halbtonschritte zurück. Das heißt also, mit dem ersten Typ sind wir hier angefangen. Zeige ich euch. Erster Typ, ja? Da sind wir hier mit dem C-Ton angefangen. Und wir verschieben jetzt die ganzen Tonleiter, auch die Langform, hängt ja jetzt alles zusammen, verschieben wir jetzt auf den G-Ton, nach hier hin. Aber diese Typen und sowas, das bleibt alles bestehen, auch die Langform. Wir gehen jetzt nur auf den Grundton G. Wir wissen ja, wenn wir hier C haben, haben wir hier A-Moll, 3/2 Töne zurück. Und bei G haben wir 1, 2, 3 zurück, haben wir E-Moll. Also die parallele Tonleiter zu G ist E-Moll. Ja, aber das andere, das wird alles jetzt nur verschoben, transponiert, aber nach unten. Das kann man auch nach oben machen. Das kann man mit jedem Halbtonschritt machen. Aber wir machen das jetzt mal mit G. Erste war in C und A-Moll. Und jetzt machen wir G und E-Moll. Ja, das zeige ich euch jetzt mal. Und wer die Typen jetzt gelernt hat hier, der kann die auch weiterspielen, dann bloß immer 5 Halbtöne zurück. Ja? So, jetzt ist die Pentatonik in Langform noch. Und das verschieben wir jetzt alles um 5 Halbtonschritte. 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Und die ganze Tonleiter wird so weitergespielt und die Typen auch, aber eben von hier angefangen. Ja, deswegen, also was wir hier sehen, sind keine Typen mehr, sondern das sind im Grunde nur transponierte Tonleitern. Ne? Das heißt also, was wir in C-Dur jetzt gemacht haben und A-Moll, das machen wir jetzt in G-Dur und E-Moll. Ja, wie gesagt, das von hier aus, ersten Typ, 1, 2, 3, 4, 5, haben wir den Grundton jetzt hier, nicht in C, sondern in G. Und 1, 2, 3 Halbtonschritte zurück haben wir hier E-Moll. Und bei C war das A-Moll. Ne? Das haben wir jetzt alles nur verschoben. Den ganzen Satz. Also heißt, die Typen, die bleiben bestehen und die Tonleiter bleibt auch bestehen. Ja? So wie das in C und A-Moll gemacht wurde. Und das transponieren wir jetzt nach unten. Das kann man auch nach oben transponieren, ne? Dass man sagt, von C aus, wir gehen jetzt mal nach D, dies und so weiter. Jeden Halbtonschritt hoch und runter kann man das machen. Und ich zeige euch jetzt noch vier Tonleitern, die transponiert sind. Aber im Grunde die Basis ist C-Dur und A-Moll. Ne? So, dann fangen wir jetzt mal an mit der G-Dur und E-Moll-Tonleiter. In Pentatonik. Pentatonik heißt da 5, haben wir gelernt, 5 Ton aus der C-Dur-Tonleiter, ne? 5 Ton. G, Grundton, damit fangen wir mal an.
Mal sie lang vorne, ne? Bis hier hin. Lagenwechsel wieder. Erste Lage. Nächste Lage ist das dann, ne? Dann gehen wir mit dem Zeigefinger wieder hin. Kleine Finger, ne? Lagenwechsel. Ne? Und wieder zurück. So, und wenn wir das gespielt haben, wir wissen, das Grüne ist immer Dur. Erste Oktave, zweite Oktave, dritte Oktave, ne? Und dann gehen wir wieder zurück zum Grundton. Wenn wir das in Dur gespielt haben, dann fangen wir mit dem Moll an, mit dem E-Moll, das heißt die E-Seite leer lassen. Fangen wir damit an, mit 0, ne? Zweite, vierte, Lagenwechsel, erste Finger, vierte Finger, erste, dritte, Lagenwechsel. Ich glaube, da ist was falsch. Da muss ich mal umschreiben gleich. Erste, vierte, ne? Und dann wieder zurück. Das heißt also Moll, E-Moll, erste Oktave, zweite Oktave, dritte Oktave. Ja? Und dann wieder zurück. Aber nicht nach da, sondern wir haben hier angefangen und enden auch wieder hier. Wenn wir hier starten, enden wir wieder hier. Wenn wir hier starten, enden wir wieder beim Gelb, ne? So. So, dann müssen wir ganz kurz noch den Finger hier ändern. Den löschen wir jetzt. Und machen da eine 4 rein. Nee. So wie keine 4 gemacht, so wie eine 4 gemacht. So. Dann ist das richtig. Und die kleinen 1, 3, 4, wenn man eine E-Gitarre hat, kann man dann noch weiter hier hochgehen, bis nach D, ne? Wenn man so eine große Gitarre hat. Na, aber im Grunde wird das bis hierhin gespielt und wieder zurück. 3 Oktaven, oder? So, jetzt zeige ich euch das mal auf Gitarre. Jetzt sagen wir, machen wir mal ein bisschen tiefer, dass wir da auch was sehen wollen. Ich bin noch nicht so ganz in der Welt. Weil gestern Abend hatten wir noch eine Session gehabt, bis 2 Uhr nachts, wo ich als passiver Gast da war. Ganz hier um die Ecke. Alles alte Musiker, die wir kennen schon über 20, 30 Jahre. Und da ist jetzt ein neuer Proberaum entstanden und da ging locker los. Ne? Also nicht so viele Leute, auch so Corona-mäßig so ein bisschen eingehalten alles. Ganz klasse Session, hat Späßchen gemacht. So, dann wir machen jetzt mal die G-Dur und E-Moll Pentatonik. Das heißt also von C aus sind wir 1, 2, 3, 4, 5 Grundtöne zurückgegangen auf G. Ja? Und C. Wenn wir jetzt hier in G anfangen, das heißt also im Grunde wird das transponiert. Von C aus nach G transponiert. Nicht transportiert, sondern transponiert. Ja, man kann auch hoch transponieren. Von C aus, Cis, D, sagen wir mal, in Dis alle spielen, haben wir das hoch transponiert. Ja? So. Und wir fangen jetzt mal an mit dem Grundton G. Und zeige euch jetzt mal die G-Dur-Pentatonik. In Langform. E6 Seite, also die dicke Seite, dritte Bund oder dritte Lage, Lagenwechsel, Lagenwechsel, das G, ne? G. Ja. Ja, und wenn wir das in E-Moll spielen, lassen wir los, fangen mit damit an, mit der Leerseite und spielen denselben Satz nochmal. Musik.
Töne sind dieselben, die Finger sind dieselben, ob das jetzt G-Dur-Pentatonik ist oder E-Moll-Pentatonik, genau wie bei C auch. Ja, das Bild könnt ihr euch einspeichern, wie es funktioniert. Und dann will ich auch noch was sagen, also wenn ihr das richtig üben wollt, man kann jetzt einfach diese Tonleiter sich eintrainieren und wieder und dann spielen. Aber ich würde euch empfehlen, auch wenn ihr diese Langform jetzt macht, auch dazu wieder die Typen spielt. Das heißt also, die Typen, die wir in C-Dur und A-Moll gelernt haben, fünf Typen, die kann man auch in G jetzt spielen. Dann fängt man mit dem ersten Typ, den wir in C gespielt haben. Kann man auch hier spielen. Ne, das war ja der Anfang von der Langform. Aber wir machen jetzt mal den ersten Typ, ganz runter. Das heißt also, man kann jeden Typ, den wir hier gespielt haben, alle fünf Typen auch in G spielen. Und wenn wir hier den ersten Typ gespielt haben, dann kann man denselben auch, den wir dann hier als zweiten Typ spielen, auch hier spielen. Das heißt also, erster Typ. Dann gehen wir hier ein, zwei halbtonige Schritte weiter und spielen einen zweiten Typ. Jetzt aber ein G-Dur, ne? Ja? Und einen dritten Typ, vierten, fünften. Und wir sind alle in diesen, wie gesagt, alles auch mit verschoben, ne? Euch merken. Also wenn ihr das richtig trainieren wollt, macht jetzt nicht nur die Longform, sondern auch die Typen. Ja, könnt ihr euch dann nochmal alles umsetzen. Zweiter Typ, 1, 2, 3, 4, zurückgehen. Ja. Dritter Typ, 1, 2, 3, 4, 5, machen wir den dritten Typ. Wichtig, dass er das auch übt, ja. Aber wie gesagt, fangt mal mit der Langform jetzt an. Das heißt also, wir fangen mal mit G an. Lagenwechsel, siebte Bund. Lagenwechsel, zwölfte Bund. Pentatonik fangen wir mit gelben an, Leerseite, selben Satz, was wir gerade gespielt haben. Ja, also ich denke mal, das ist verstanden. Das ist im Grunde, das sind keine anderen Typen mehr, sondern das ist jetzt nur ein Transponieren in einer anderen Tonart. Dasselbe können wir jetzt auch machen, sagen wir mal, ich zeige euch dann nochmals drei Tonarten in den nächsten Sendungen. Ich zeige euch das mal ganz kurz so. 5 Minuten haben wir, glaube ich, noch. Jetzt haben wir das in G gemacht, ne? 1, 2, 3, 4, 5 in G gemacht. Jetzt machen wir mal einfach in A-Is. Das heißt also, wenn wir jetzt hier C gespielt haben, oder BB kann man auch, B-Flat kann man auch sagen, ja. A is oder A, B. Oder in Englisch B-Flat, BB. Der Ton ist es auf jeden Fall. Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Seite. Das heißt, von C aus gehen wir zwei Halbtonschritte runter und spielen dasselbe hier jetzt. Erster Typ. Dementsprechend kann man jetzt auch die Tonleiter spielen. Langform. Dasselbe Spiel.
Ja, das ist im Grunde nur versetzt. Und zu diesem Dur gehört da wieder Moll. Das wäre dann G-Moll. Dann machen wir diese Tonart, die wir hier gespielt haben, jetzt in G-Moll. Und die Typen kann man auch wieder spielen in A-S. Ne? Also wie gesagt, das alles nur, was wir gelernt haben in C- und A-Moll, ist nur runtertransponiert. Und davon zeige ich euch dann nochmal so drei Tonleitern eben in einer anderen Tonart. Ne? C haben wir jetzt gerade in A-Moll. Jetzt haben wir G-Dur, Pentatonik und E-Moll Pentatonik gehabt. Ja? Mal gucken, was wir dann noch für welche machen. Zwei, drei Stück noch. Und dann könnt ihr mal selber probieren, ob ihr das transponieren könnt. Ja, das ist im Grunde nur Halbtonschritte hoch oder Halbtonschritte runter transponieren. Und die Startposition einhauen, Grundtöne, dann habt ihr das drauf. Ne? So, jetzt machen wir jetzt noch einmal G-Dur Pentatonik Langform. Also von C aus 1, 2, 3, 4, 5 Halbtöne zurück. Mit dem zweiten Finger anfangen. Nochmal. Finger einhalten, so wie die immer so geschrieben sind. Lagenwechsel einhalten. G. Ja. Parallele Tonart Dur machen wir dann in E-Moll. Oktave von E, ne? Dritte Oktave. Wollen wir jetzt E-Moll zurück machen, wieder mit E anfangen, nicht mit G. Jetzt mache ich mal ganz kurz, wenn ich Zeit habe, noch die Grafik noch mal ganz kurz, dass ihr die Langform noch mal seht. Und dann will ich mich verabschieden, oder? Schauen wir mal. Oder noch ein bisschen Zeit. So, haben wir die jetzt noch mal in Langform. G-Dur und E-Moll. Ne? Wie gesagt, alles, was wir in C- und A-Moll gelernt haben, wird jetzt nur auf 5 Halbtöne zurückversetzt. In G-Dur und in E-Moll. Ja? Und versuchen auch jetzt dazu die Typen zu spielen. Der erste Typ fängt jetzt hier an, ne? Nicht hier. Erster Typ, zweiter Typ, dritter Typ, vierter, fünfter Typ. Oder ich spiele einfach jetzt nur die Longform, ne? So, ciao, ciao. Nächste Sendung machen wir dann mal noch B-Dur und G-Moll. Ne? Okay, ciao.